Die letztjährige Stuttgart-Siegerin gab gegen die topgesetzte Belgierin Elise Mertens nach 2 Uhr 15 Stunden beim Stand von 7:6, 7:5, 0:6, 1:3 auf. Punkt. 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 Siegemund war in Rabat die einzige Deutsche im Hauptfeld des mit $250.000 dotierten Sandplatzturniers. Punkt. 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 In der Vorwoche war sie in Stuttgart als Titelverteidigerin im Achtelfinale an der späteren Finalistin Coco Vandewege USA gescheitert. Punkt. Erst im März hatte Fed Cup-Spielerin Laura Siegemund ihr Comeback gegeben, nachdem sie im Mai 2017 einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten hatte. Punkt. 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 Punkt.